Omis hat recht. Herzlich willkommen YouTube auf einem neuen Video von GGC. Ich habe die große Ehre, heute ein weiteres Duel-Commentary mit dem Sven zu machen. Wir haben letztens schon ein Duel-Commentary gemacht und haben dabei über Zauberwürfel und Pen-Spinning geredet. Und dazu hat der Sven auch schon ein paar neue Informationen für euch. Ja, hallo. Also ich freue mich, dass mich einige abonniert haben und auch mal auf meinem Channel waren. Hat mich überrascht, wie viele das eigentlich waren. Und ich lade heute, oder wann auch immer dieses Video jetzt hochkommt, ich lade auf jeden Fall ein neues Solo von mir hoch. Ja, würde mich da beim Kommentar freuen. Und wenn genug Abonnenten kommen, würde ich euch mal auch gerne ein Tutorial zeigen, wie das denn alles funktioniert, jetzt sowohl Pen-Spinning als auch Zauberwürfel, wenn es wen interessiert. Ja, das war's auch. Ja, also mit dem Pen-Spinning würde mich auf jeden Fall interessieren, das Tutorial. Wäre cool, wenn du da meins machst, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und mal einen Tag üben oder sowas und dann mal meinen Versuch auch mal aufnehmen und hochladen. Muss ich mir schon den Spott bestimmt von dir anhören, weil ich werde sicherlich nicht hinbekommen, denke ich, weil da sind meine Finger schon viel zu kaputt vom Zocken. Nein, also guckt euch auf jeden Fall das Video an, ich bin selbst gespannt, also er hat da schon ein bisschen geschwärmt und ich habe jetzt ganz hohe Erwartungen an dich. Oh Gott. Ja, und wir haben uns heute auch ein kleines Thema ausgedacht und das wäre Gamescom. Wir haben nämlich beide vor, zur Gamescom zu fahren und ja, wir werden jetzt ein bisschen über unsere Erwartungen reden und was wir so vorhaben dort halt. Wie hast du vor, da hinzukommen? Ja, ich fahre mit dem Zug, ich wohne jetzt 2 Stunden von da. Ich finde, das geht eigentlich, aber hast ja. Du Glück, ey. Wie die meisten ja wissen, wohne ich in Berlin und von Berlin nach Köln, Zugfahrt ist schon ein bisschen länger. Also 5-6 Stunden sind es auf jeden Fall. Und Tickets sind auch nicht ganz so billig, also das finde ich ein bisschen schade. Muss ich im Internet mal informieren, ich glaube auf der Gamescom-Seite gibt es sogar irgendwie so ein Veranstalterticket für 89 Euro hin und zurück. Da muss ich mal telefonisch anrufen, ob das funktioniert, weil das wäre doch ganz cool. Und wie machst du das mit Übernachten? Gehst du nur einen Tag hin oder bleibst du alle 3 Tage da? Ja, also ich werde eigentlich nur dahin fahren, wenn überhaupt, also ich werde da jetzt nicht irgendwie übernachten, sondern jeden Tag mit dem Kollegen fahren oder so. Es sind ja nur 2 Stunden, ich glaube, die kann man sich leisten. Ja, mit den Preisen für die Tickets, das finde ich auch ein bisschen kacke, weil ich wohne jetzt, ich glaube, 2 Stationen außerhalb des VRRs, wenn das jemandem was sagt. Ach so, ja, ich habe es auf der Karte gelesen. VRR ist irgendwie, steht so, dass gültig ist irgendwie, dass du damit fahren kannst am Veranstaltungstag kostenlos. Ja, und das ist halt zwei Stationen weiter weg und das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich dann 35 Euro oder so für ein NRW-Ticket zahlen darf. Oder du fährst 2 Stationen schwarz. Könnte ich auch machen, aber so bin ich nicht. Wie teuer ist es, wenn du erwischt wirst? Wie teuer ist das? 40 Euro, oder? Ja, würde ich auch machen, wenn du 35 sowieso bezahlen musst. Ja, aber dann müsste ich ja von Anfang an schwarz fahren. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich hoch, oder? Hey, sind doch nur 2 Stationen, oder? Ja, nee, 2 Stationen außerhalb des VRRs, also ab VRR-Ende. Ach so. Ja. Ich dachte, du musst nur 2 Stationen fahren und dann kommst du ins VR rein. Nein, nein. Oder wie das heißt. Ja, okay, dann würde ich es nicht machen. Ja. Ja, ich habe es gerade nicht geblickt, aber jetzt gibt alles einen Sinn für mich. Ja. Okay, bei mir mit der Unterkunft bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig. Also eventuell, wir haben mal geguckt, so Jugendherberge oder sowas, weil wir jetzt auch nicht die größten Bonzen sind. Und die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wirklich fast alle durchgehend belegt. Rusher meinte zwar, er hat eine gefunden, die ist dann aber auch 40 Minuten Fußweg entfernt. Wo ich mal gucken muss, ob da ein Bus fährt oder so. Aber momentan haben wir jetzt eigentlich schon was Besseres gefunden. Wir pennen vielleicht beim Kumpel, den wir halt auch über Xbox Live kennengelernt haben. Der hat ein großes Haus, glaube ich, und der würde 4 von uns aufnehmen und das wäre ziemlich praktisch halt. Ja. Okay, Preis für die Tickets, die kosten ja, also ein Dauerticket 32 Euro, habe ich ja auch im Video gesagt, von unserem Abo-Special, ist dann von Donnerstag bis Sonntag gültig. Theoretisch könnte man sich auch alle Tickets ermäßigt kaufen für jeden Tag, der würde dann nur 25, glaube ich, kosten. Das hatten wir auch zuerst vorgehabt, aber dann haben wir mitbekommen, dass wenn du die Messe sozusagen verlässt an dem Tag, kommst du halt nicht wieder rein, selbst mit einer Tageskarte nicht. Boah, das ist mies.
Ja, das fand ich halt scheiße und ich habe wirklich keinen Bock irgendwie, denn wenn ich da um 9 Uhr hingehe, dass ich da dann die ganze Zeit wirklich durchgehend bis 20 Uhr drin bleiben muss, weil ich habe auch mal Bock irgendwie so zwischendurch mal rauszugehen, was weiß ich, zum Mc's oder so ein paar Burger reinziehen und dann wieder problemlos einfach rein ohne irgendwelche Schwierigkeiten und das wäre halt damit nicht möglich gewesen, deswegen dachten wir uns, ach komm, 7 € nochmal rauf, ist ja auch egal. Eben. Ja. Wie sieht's aus? Wirst du dort ein paar Spiele antesten oder? Ja, also ich weiß nicht, ich bin eigentlich nur so für Halo zu haben. Für mehr Ja, geht Inter mir ja fast genauso. ja, für mehr interessiere ich mich eigentlich auch nicht. Also ich hoffe, dass die Halo 4 vorstellen werden. Vielleicht sogar mal eine Beta zeigen oder rausbringen. Das würde mich echt freuen, aber ich glaube, die Schlange ist einfach so lang, dass du da nicht drankommen wirst. Ja, also der GGC Bullet, der war ja schon letztes Jahr da gewesen. Und ich habe mich mal kurz mit dem so kurz geschlossen, haben ein bisschen geredet und er meinte, dass du da wirklich, er hat Skyrim, glaube ich, angespielt damals. Und ich glaube, der musste da wirklich 4 Stunden oder 3 Stunden anstehen mit seinem Kumpel. Die haben sich dann immer abgewechselt. Einer ist kurz rumgelaufen, der andere stand in der Schlange und dann getauscht. Worauf ich wirklich ehrlich gesagt gar keinen Bock habe, weil ich wirklich ein ungeduldiger Mensch bin, leider. Jo, das ist Kacke. Und ich glaube, ich würde mir lieber die ganzen Präsentationen angucken, weil ich das auch sehr spannend finde. Und außerdem, ich weiß gar nicht, kann man die Präse. Man kriegt ja am Anfang, am Eingang so eine Altersbänder. Also 12, 16 und 18, glaube ich. Ja. Und ich bin ja unter 18 und du, glaube ich, auch. Nee, dann nicht mehr. Ach so, du bist dann schon 18. Ja. Oh, hast du Glück, ey, verdammt, Mann. Ja, Bam. wie gesagt, werde 5 Tage davor 17 oder sowas, wovon ich mir auch nichts kaufen kann. Und was glaubst du, kann man die Präsentation eines Spiels auch sehen, wenn man halt nicht alt genug ist oder? Boah, ich hoffe es für viele Leute, die noch nicht Ja, ich 18 hoffe es sind. für mich. Ja, ich hoffe es für dich. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Wird zwar dann Also an. nochmal ordentlich Dings voller bei den Präsentationen, aber trotzdem, ich hoffe Ja. es. Also anspielen kann ich ja verstehen, dass man das dann nicht kann, aber wie du ja mitbekommst, bin ich sowieso nicht der Fan von anstehen, aber die Präsentation von Halo und auch Black Ops 2, selbst wenn ich es nicht spielen werde, interessiert mich trotzdem. Man muss ja wissen, was die Konkurrenz alles so treibt. Und ich hoffe es einfach, wenn nicht, Trauerstimmung. Ja, ich hoffe es für Aber dich. wie, fährst du dann direkt am ersten Tag schon hin? Donnerstag oder? Boah, so genau habe ich mir das nicht überlegt, muss ich gucken, wie die anderen das machen. Ja, weil wir werden wahrscheinlich Freitagnacht, also von Donnerstag zu Freitag irgendwann losfahren, so um 3 Uhr morgens. Dann kommen wir so in Köln um 9 Uhr morgens an, dann können wir den Tag noch ein bisschen genießen. Ja, und an dem Tag können wir halt mal Schule blau machen, mal ausnahmsweise. Weil wir haben ja keine Ferien mehr, das ist übelst ranzig. Ja, also ich fühle mit euch. Ja, ey, du hast unnormal Glück, ey. Du bist 18, hast dann noch Ferien, also. Ja, das ist schon nice. Ist unglaublich. Ich bin richtig, richtig neidisch. Welches Bundesland wohnst du eigentlich? NRW. Ah, da muss ich da auch hin. Obwohl Berlin ist eigentlich schon toll, ne tolle Stadt und so. Manchmal ein bisschen asozial und alles, aber. Naja. Willst du noch was über die Gamescom irgendwie loswerden oder so? Ja, ich freue mich auf den EOF-Clan, ne? Ihr seid top, Leute. Aber hört auf zu flamen. Ja, das war's auch. Ach, die kommen auch dahin. Ja, die kommen alle rüber mit dem Riesenbus. Ah, da kann man ja mal guten Tag sagen. Freue ich mich schon aufs Aufeinandertreffen von GGC und EOF. Kommt dann komplett EOF oder? Ja, ich glaube, Crank kommt, Aimless, Phoenix. Weiß ich nicht, wer noch. Brian kommt bestimmt auch vorbei, weil der wohnt ja in Düsseldorf, ist ja nicht weit. Ja, ihr habt alle so ein Glück, ey. Wohnen alle so nah dran. Ne, Ja, wird man sich die auf jeden wohnen Fall in guten Tag. Österreich, ja, das ist ein Ach bisschen so. weiter. Ja, okay, Bullet kommt ja auch aus der Schweiz, der macht sich auch, kommt auch mit einem Kumpel oder so. Okay. Ja, also ich denke, dass, also wir werden uns sicherlich auch dort treffen, also wenn wir wirklich jetzt beide hinfahren, denke ich. Gerne. Ja, und ich glaube, dass wir uns auch ganz gut verstehen werden. Wie es dann mit den Kollegen aussieht, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich denke, dass dort kein Streit ausarten wird oder so. Ich hoffe mal nicht. Ja, hoffe ich natürlich auch, weil ich ein sehr friedlicher Mensch eigentlich bin. Und danke nochmal für die tollen Worte, die du gerade gesagt hast mit dem Hört auf zu flamen. Das ist wirklich nett. Ja, das wäre echt nett, weil das geht, glaube ich, nicht nur euch auf den Nerv, sondern auch die Leute, die es nicht interessiert. Ja, okay, ich denke, dann sind wir auch am Ende. Ich würde sagen, es folgen auf jeden Fall noch ein paar Dual Commentaries, also wenn du weiter ein Interesse hast. Aber gerne. Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon. GGC. FTW.